Tja. Und? Kamera. Speisenkamera. So. Komm mal mit, Jungs. Guten Morgen im Laden. Hier. Schrotten oder retten? Wir haben uns wieder für retten entschieden. Caprio, ne? Eine Chibo-Marke. Eingetragener Chibo. Ja. Ich baue hier gerade alle zurück. Single Speed wird's. Alles, was nicht funktioniert, muss ab. Gnaden los. Machen wir billig Gebrauchtrad draus. Aus einem billig Neurad wird ein billig Gebrauchtrad. Weg damit. Nee, da muss der Kranz muss ab. Franz, der Kranz muss ab. Nee. Schon den Vierer nehmen. Eine Etage tiefer vielleicht. Kannst du nicht? Du wirst nicht aufrutschen. Das ist die falsche Richtung. Komm mal her. Probieren. Gemeint. Mhm. Stormy. Oh, die Achse ist gekürzt. Ja, sie liegt. So, weg. Moment. Weg. Wow. Guck dir den Speichennippel die Speiche raus. Das ist ja zu lang. Das ist nicht zu lange genommen. Nee, nee. Das ist die, die ich genommen habe. Das ist die neue. Ach so. Das ist die alte daneben. Ach so. Na, deswegen waren zwei Bänder drüber. Der Seebär kommt. Der Seebär. Noch eine zu lang. Oh, da fehlt ja noch eine Speiche. Der Seebär. Einen guten Morgen, wünsche ich. Moin! Was darf es sein? Darf ich Ihnen heute recht hübsch reden? Ja, ich bin ja auch kein Fachmann. Tu ja auch nur so. Ich kenne den besseren momentan jedenfalls nicht. Alles abgesichert mit Kamera und alles so. Hoffnung stirbt zum Schluss. Da ist auch eine. Da guck, hier war eine Kamera. Da war eine Kamera, da. Und was da ist ja hier los überhaupt? Na, du bist jetzt live auf Sendung im Sendestudio. Ja, grüß doch mal deine Uroma. Sei doch mal süß. Mütterlicherseits natürlich. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Folgendes Problem ist bei mir wieder aufgetreten. Jo. Und zwar muss ich den Auspuff, damit meine ganzen Aktionen hat mich also Fülle gebracht, muss ich ausbrennen. Habe ich doch gesagt. Ja, hast du gesagt. Und ich habe ja auch keinen Erfolg erzielt. Ja. Aber nun bin ich so um die 150 Kilometer damit gefahren. Ist er wieder zu. Ist er wieder zu. Ne? Ja. Und auf freie Strecke wollte ich eigentlich nicht hängen bleiben. Jetzt habe ich auf dem Flohmarkt bei uns in der Kolonie ein zauberhaftes Gerät geprobt. Da kommt ein ganz schöner Strahl raus. Du kannst, aber was mache ich denn damit? Da setzt sich ja Kohle ab drinne. Du kannst ihn ja nicht aufschrauben. Früher konntest du den rausnehmen, konntest du den Dämpfer rausnehmen, da konntest du die ganze Schlacke, die dann übrig bleibt, nicht wahr, entfernen.
Du musst das Ding neu kaufen. Naja, kick mal aus Fenster, der kauft immer. Ja, du musst denn? Dir das neu kaufen, weil das ist heutzutage so gemacht, dass du das neu kaufen musst. Ich streue mich dagegen. Ich suche einen Mittelweg. Dann trennet auf mit dem Trennier. Und schweißt an die und schweißt dann wieder reicht das Ding aber nicht für raus. Hier. So, jetzt ist folgendes Problem. Aufgetreten. Ich gehe im Bauhaus hier am Hermannplatz. Vorher war ich bei Azza drinnen, das ist ja die letzte Azza, Räume. Naja, gibt es nicht mehr, bei Azza kannst du vergessen. Ja, wollte ich für diese Sirene. Ja, pass auf, jetzt kommt das Allerschärfste. Nimm mal einen Puller haben. Ja. Haben sie nicht mehr, gibt es nicht mehr. Nee. Habe aber, ich kann mir das nicht vorstellen, so alt kann das ja nicht sein. Habe. Feuerzeug. Unsere ja, denke ich, oh, die existiert ja immer noch. Und da sollte doch so eine Bull geben, da ist die Beschreibung zu. Na, das muss dann natürlich original Unsinn sein. Na, die kriegst du ja nicht. Ja, das habe ich auch festgestellt. Aber was ist denn das Ding? Ja, das ist ja nicht so. 1979, Alter. Naja, na, was soll denn das? Ja, 1979. Na, da ja, gib doch mal dein Fahrrad an, wie alt ist das denn? Na, 98? Nee, nicht, aber 89 vielleicht. Erzähl mir nicht vom Wert, Junge. Du! Solche Sachen, das ist mir. Das ist ja. Spezial. Ich bin ja selber auch spezial. Also naja, klar, ja, für dich gibt es auch Kinderersatzteile, Mensch. Auseinanderfällst du vorbei. Ja, das ist ja nicht mehr lange hin, bis ich auseinanderfalle. Aber bis dahin, denke ich mal, gibt es schon gewisse Ersatzteile. Also ich glaube, da musst du richtig nach googeln. Und ich glaube, da wollen sie für so eine Pulle... Ja, googeln, ich hab, die haben da ist doch nichts mehr Internet drin in den Pullen. Abgewürgt. Wir haben dort Internet abgewürgt. Zum Anschauen kriegst du sowas noch. Ja, was kosten sowas? Ich meine, sowas... ich bin ja auch ein Schweiß- und Lötexperte, wenn ich mal dazu sagen darf. Achselschweiß. ja, da ist Ofer. Stresshaft kauft den neuen... Ja, die kaufen alle, ihr müsst ja alle Millionäre sein. Na, von wegen, die anderen sind Millionäre, aber die kaufen wir mal bei denen. Du hast halt keine andere Wahl. Nein, trenn den doch, auf. Doch, du hast die Wahl, du kannst nicht kaufen, weil du keine Knete hast. Trenn den auf, an der Seite, an der Naht. Trenn den auf. Trenn den auf. Ich kick erst mal nach. Und dann hast du die Wolle da drin. Wo war ich stehen geblieben? Der Seebär. Der alte Seeteufel. Nein, war nicht, das war nicht Graf Luckner. Der Seeteufel. Lucky. Datenschutz. Persönliche Einladung. Am 19. September ins Willy-Brandt-Haus. Freundeskreis. Persönliche Einladung? Es ist hochgekommen, nö. Das ist immer keine persönliche. Na, zweieinhalb, letzte Geburt. Jetzt ja, aber es ist wirklich gut, Maschine. Hat keine Scheibe, macht Cabriolet. Das Cabriolet ist so günstig. Ja, komm. Ja, ich Glück. Kannst du wieder verkaufen? Holen Sie ab. Ich mach 5 Euro. 5 Euro. Aber nicht, willst du mich ruinieren? Ja, ich hab Familie. Sick. Man sagt Bullshit in Australien. Okay, machen wir 7. Bro, das klingt an 7. Wunderbar, 7 Euro, okay. Ja, die ganzen Papiere musst du mir aber da lassen. Ach, mit Papiere 2,5 Euro, ne? Na, okay. Ansonsten 7. Oh, hast du noch was? Die können verreisen. Die lässt da nicht die Ausweispapiere drin. Hör auf jetzt. Was denn? Ihr könnt mal. Ja, vergiss es doch. Haben sie ihn entführt? Ist das vielleicht ein Entführungsfall? Nee. Ist der noch gültig? Das ist schon eine Herrenhandtasche, ne? Tja, wahrscheinlich weltlich getrennt. Das kann sein, dass ein verstorbener Papi ist von irgendwem. Nein, nein. Da, da. Ist nicht dein Ernst. Was denn? Mir ist alles dabei. Die Papiere hat man neben beim Fahrzeug, außer ich. Ah, die hast du doch nicht drin. Was denn? Na klar, hier, Schwerbehindertenausweis. Ja, ist ja auch unbefristet gültig. So. Ja, aber das kannst du doch nicht so offen liegen lassen jetzt. Was du weißt. Also mein letzter, 1,7.
Und wir teilen. Hier! Die nehmen Schrott mit. Die können den Laie eintragen. Hinten drin nicht. So ein bisschen an den Seiten eingetreten. Dann saugen rein. Na, wenn der nächste Polizeiauto vorbeifährt, sagst du hier. Mit Papieren, nehmen sie ihn mit. Das regnet gleich, dann ist das Ding durch. Kann man das nicht hoch machen? Ja, wir machen nicht wieder so einen Drama, also einen Bearbeitungsschaler drauf und dann machen wir auch noch einen Schal. Aber ist schon mal stark, oder? 13. Juni geboren, Uli Bianca, am 13. gefunden. Am 13. Glaubst du an das Universum? Ja, ich glaube an das Universum. Ja. Das macht nämlich immer, dass das so ist, wie es ist. Capriolo, wie weit sind wir? Naja. Naja. So, danke. Danke. Ja? Zahlen? Gerne. 14? Ja. Mit Schraube? Ja. Okay. Wo ist der Rest der Schrauben? Achso, den habe ich oben stehen lassen. Wie kommst du denn da auf? Packst du wesentlich ins Trockene auf die Treppe rauf, ja? Ja, oder na, da ist noch besser. Dank dir. Quasi wieder eine gute Tat. Schau mal, das hätte man wieder filmen müssen. Das war wieder. Der Typ ist ja so krass, ey. Jo, zwei Fahrräder haben wir quasi geschenkt bekommen. Nachdem man nicht ausgeredet hat, sowas zu kaufen. Ein wunderschöner Tourist. Klassik. Mit Dreigang Shimano. Die sehr funktioniert. Genau. Die sind auch recht unverwüstlich gewesen, die Dinger. Aber die sind halt schon uralt. Und ein Westerheide Spätprodukt, frisch zerbeult. Aber die Papiere hinten drauf von dem Typen, dem es mal gehört hat, vermutlich. Weil ich glaube, so ein Vertrag, den er unterschrieben hat, den lässt ja die da hinten drauf. Der war bestimmt kurz nochmal im Laden. Ich geh nochmal schnell in den Laden. Zack, bumm, weg war. Kommt raus. Oh, 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 oh. Die Schaltung, ne? Geht und dann rutscht hier einfach zurück. Was ist das? Da muss man mal festschrauben, Mann! Schrauben, ja, das ist es. Ja, super. Dreht doch alles mit. Ja. Oder? Ich würde sagen, total sinnlos. Aber ich muss es ja jetzt irgendwie mal nach Hause kriegen. Hm? Ich verbaue hier sehr wertvolle Upcycling-Materialien. Tommy sagt, hau weg. Ich sag, das hau drauf. Das geht noch. Wie, was? Upcycling? Wo denn? Nee, ist natürlich nicht. Aber die kleinen, na, ist doch gut. Die kleinen, ja, die kleinen gefällt mir super, oder? Ja. Die ist geil. Freilauf. Das ist eine Scheiße, dass ich ihm wieder gebe. Na, Mist, ey. Die ganze Rache hältst du einfach jetzt wieder. Das ist so. Oh Mann, ey. So Stuffy Buffy. Das ist ein geiles Teil, oder? Klar, ist das geil. Komm, gib ihm ab für den Fuffi. Ein Fuchs. Was? Was hast du ihm denn abgenommen dafür? Wem? Deinem Kumpel. Hä? Hä? Das hab ich ihm geschenkt. Ah. Ja, deswegen hat er das so behandelt. Mika, der Moment ist gekommen. Der Moment ist gekommen. Mika darf die Zange benutzen. Was meinst du, 111 hier, so die Spannung ist gut? Das ist schön, Mika. Der Moment ist gekommen. Ja, du musst jetzt mal einschätzen. Also ich kann jetzt... Ich leg das aufs Kleine ein, ich leg's aufs Große an, auf die Großen und dann guck ich groß, groß vorne, Mann. Jetzt auch noch aufs Große legen? Na, ich leg's nur aufs Große. Ich fange mit dem Großen an. Er hat aufs Kleine gestellt. Ja, das war er. Das ist aber nicht mein... Ja, einer macht das so, der andere so. Mir ist, genau. Mir ist das scheißegal. Ich mir wurde das in zwei Umschulungen beigebracht mit dem Kleinen. Ja, damit die Spannung halt noch stimmt. Aber das kann man ja so ein bisschen, also ich schätze das halt auch ein, auch nur ab. Also bei den Jahren. Ich leg's aufs Große und dann hast du 90 Grad. Fertig aus. Aber das ist kein Extrem, kein Mega-Range hinten. Nee.
Hi. Dann nehme ich 6 Stück da raus, fertig. Oder 4? So? 4 und gut, jetzt mach jetzt, Alter. Ja, ich mach zieh jetzt. Finger. Entscheide dich. Das hier. Was ist, ich wollte die Kombi noch aufschreiben. Und das geht dann jetzt, so. Alter, mit der Megazange, jetzt geht's los. Megalodon. Hier rein. Aber das ist doch, passt ja gar nicht. Hier. Jetzt. Da musst du schon knacken. Da voll fett reindrücken. Ja. Nur mit Kraft am Ende der Fahnenstange. Aber der Stift muss doch drinnen bleiben. Nee, muss er nicht. Und sieh. Schnieschnur, Schnappi, kleiner Kokofond. Geht dann nicht. Doch, klar. Drück wegseitlich. Jawohl. Mach ich so selten. Na, durftest du ja bisher auch nicht benutzen. Hier passe ich nicht rein. Tu das mal an. Doch, drück innen seitlich. Nimmst du wieder den Haken? Haken. Da ist ein Haken an der Sache. Ja, bitte. Warum fährt der immer nach vorne? Das nervt mich auch. Da legst du doch einfach daneben. Du musst es doch ja nicht auflegen jetzt gerade. Wenn wir machen. Das ist doch viel einfacher. Guck dir diesen Scheiß an. Schnell, Scheiß, schnell, schnell, gib mir ein Tuch. Sand, schnell. Achtung, der macht ja, Yoga auch. Ja, das sieht man. Der gibt jetzt gibt Pose. Kann ich mir mal so einen Schmutzlappen reichen? Also nee, fass die nicht an. Das sind die alte Unterwäsche von dir, ey. Perversling. Die Kette kommt wieder zurück. Danke. Scheiß Leck. Leckt mich am Arsch hier. Was ist das? Lass doch die Kette da. Die ist dreckiger als die alte nach diesem Zusammenbau. Du kannst es halt nicht. Da sind wir einer Meinung. Ja, weil das ja auch, weil ich habe nur scheiß Lehrer. Keiner, der das mal so richtig zeigt, wo man das so verinnerlichen kann. Sagt, alles geil, super, so, weißt du, guck mal hier mit Gefühl und die Richtung, genau. Und jetzt finde dein Chi und Cha und Sho. Quatsch, Learning by Doing, das sind hier komplexe Systeme. Learning by Doing. Learning by Doing. Ja, ja, so ist es denn. Komplexe Systeme bei dem Oldtimer. Komplexe Systeme haben wir dann im neuen Fahrrad. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich das einmal im Jahr mache, dann verinnerlich das nicht. Auch wenn ich das dann jedes Jahr einmal mache, dann lerne ich das nicht. Also muss mir das einer richtig schön zeigen. Ich mache das dann mehrfach, wiederhole das, vertiefe das an dem Tag und dreimal mache ich das und dann habe ich es drin. Forever. So, jetzt machen wir den Forever drin, endlich drin. Du hast es immer noch nicht kapiert, den Haken zu benutzen. Ja, ja. Wenn du zuerst an der Seite ziehst, ist halt schwierig. Oh, dann rutscht die Kette zurück. Kannst du mir ins linke Auge halten? Aber wie geht es hier mit dem Quer reinhalten? Weil es geht nicht. Mikas linkes Auge. Der Stift drückt dagegen. Kann mal jemand, der irgendwie halbwegs gescheit ist, mir das hier zeigen? Mach Yoga! Halbwegs gescheit! So. Mich regt der so ein Klimp im Joft. Ja. Was machst du da? Du quetschst so rein. Ja, mit deiner Superpower, weißt du, die ich nicht habe. So macht man das. Und jetzt drücke ich das Ding da rein. Jetzt drückst du jetzt mal kräftig? Nein, ich mach das so. Naja, klar, machst du das so. Ist ja auch ein Druck. Ja? Erst aufdrehen, erst aufdrehen. Jetzt verrutscht er natürlich so doof hier der Stift, oder? Ist okay? Nein, warte. Ist okay? Drück. Dreh. Und? Dann sieht man sich aus, wa? Stopp. Ist es nicht, keine Ahnung, muss ja ein Gefühl haben. Muss man den jetzt mal aufmachen? Und gucken von hinten? Ja. Die ist ein bisschen dicker, oder? Wiegt er sich frei oder noch nicht? Ein bisschen fest. Ein bisschen fest, dann ein bisschen freidrücken. Freidrücken? Freiheit, ich meine. Freidrücken, nee, mit dem Tool. Nicht mit dem Tool. Geht damit. Ja.
Ist ein bisschen zu weit gemacht? Weiß ich nicht. Könnte man denken, oder? So. Ich habe eine Hornbeißelkotte und der war klein. Ja. Und du kennst ihn. Naja, das machst du erstmal fest hier, ne? Im Bus. Im Bus ist mein Werkzeug. So, einen ganz kleinen Kreuzschlitzer brauche ich mal. Ganz klein. Hier so. Schon fertig? Ja, läuft die überhaupt? So. Das hier? Hm. Das ist ein bisschen fester. Also das gleiche System eigentlich, ne? Mhm. Und vorhin noch muss das ein bisschen mehr Anpressdruck. Ein Zombie. Kein Zombie, ein Zambi. Na mach mal, mach du mal. Du musst das doch machen. Also ist ja auch... Seins. Ist ja auch seins, genau. Du musst das machen, ist ja auch seins. Normalerweise hast du ja Ding, aber das ist eine Schaltbremskombi, war bei dem Ding jetzt. Oder nee, ist das ein Einzelhebel? Bremsen sind einzeln. Integriert, ne? Zusammen, ja. Ja. Matze versteht vor allen Dingen gar nichts. Das ist nur ja mal ein Stuhl, oder? Wenn ich ihm so ein Fototagebuch, was ich so mache, oder ihm das alles erkläre, und mein Leiden und mein Gesichtsausdruck mit, versteht er überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. Oh ja, Mika, danke. Willst du ein Bier? Willst du ein Bier? Der Seelentröster. Ja. Hi. Hi. Ihr seid bestimmt alles so Nerds, Männer und habt keine Hobbys. Also ihr habt ein Hobby, das ist das Problem. Wie Mika auch. Willkommen im Club. Ich habe keine Hobbys. Er bürstet statt Zähne seine... Das hier ist Therapie. Ja. Hat mir Laozi aufgetragen. Laozi. Jo, die alte Jetzt ein bisschen WD da rein, oder nicht? Ja, du musst das... Du musst ja erkennen, woran das liegt. Warum ist das so? Warum schnallst der wieder zurück? Ja, der hat ja Du sagst ja wenigstens schon, warum ist das so? Und bei diesem so weiß ich schon mal nicht, was meinst du mit so? Na, dein Problem, was du mir geschildert hast, dass ja, das eben zurückballert. Und das liegt natürlich, damit du auch erkennst, woran das liegt. Kann ja jeder alles erzählen. Aber ich würde den an deiner Stelle... auseinanderschrauben. Ja, aber das ist denn so klein, dass das ist jetzt wieder so eine Stundenzerlegearbeit. Da habe ich keinen Nerv mehr heute. Wieso? Was ist denn passiert heute? Nee, ich habe jetzt mich schon verraucht. Vorbei? An 5 Stunden Birknerstraße, Flair, euch, Fahrrad. Moment mal. Bianca, alle Gedanken in meinem Kopf. Bianca, willi Wonka, willi Wonka. Es muss definitiv mal gesäubert werden, das Ding. Das schaltet ja nicht mehr schön. Nee, mach es auch. Hol dir ein weißes Tuch. Augenschütze. Augenschütze? Maulschütze. Maulschütze, ja. Man darf nie zu faul sein, sowas aufzumachen auch. Nee. Und streicheln kann man auch deutlich. Mit einer Messingbürste passiert ja sowieso nichts außer Neuzustand. Kannst ja einen Rembrandt mit restaurieren mit einer Messingbürste. Heute Abend um 19 Uhr. Was macht der Mika da? Statt er sich um den Hebel hier kümmert, macht er jetzt wieder sein verficktes Handy, dieses scheiß Handy, Alter. Ich habe die Info bekommen, 19 Uhr ist ja Yoga, ich habe schon wieder fast versäumt. Du hast den ganzen Tag Yoga gemacht hier. Hab ich gar nicht. Du bist schon bewundert von den ganzen Leuten hier. Oh, guck mal, der macht bestimmt Yoga. Ja. Jetzt sitzt er yogamäßig auf dem Boden rum, wie ein Yogi. Zu wenig Luft. Zu wenig Luft hat er, der Mika.
dreht sich eine Kippe nach der anderen und hier macht eh noch Gesundheitsberater. Echt, Alter. Ne, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Ich mache jetzt eine Pause. Hä? Ich dachte, du hast 19 Uhr Joghurt. Geil, siehst du, das hätte ich mich fast vergessen. Also ich hätte es vergessen. Wenn der Connor. Aber in einer Viertelstunde will ich hier verschwinden. Tschüss, viel Spaß. 3 Stunden später. Hey, ich hab den Griff wieder zusammen. Haltet eure Augen und Ohren offen. Ja, aber dann brauchen wir das jetzt nicht machen. Hier stecken Kugeln drunter, das zwackt, ne? Kugeln. Da sind Kugeln drunter. Ne? Kugel? Ja. Kugel? Das ist eine Anpressscheibe, mal um das System zu erklären. Der Druck wird von dem Ding ausgeübt hier. Der drückt das runter, dass die Kugeln natürlich in diese vor unten unterste Scheibe mit Löchern, mit Schaltpositionen. Und da machen wir das jetzt nicht auf. Nee. Ja, das wirkt aber auch sehr kompakt und raffiniert wahrscheinlich. Deswegen musst du das mal aufmachen. Mhm. Um ja, das mal kennenzulernen. Weil wenn die Kugeln uns hier runterfallen, dann suchen wir eine Weile. Naja, das ist halt zu kurzfristig, ne? Zum Geburtstag. Na, du bist die ganze Zeit schon hier. Musste fegen. Zack. Er hat quasi 2 Jahre Kopf. Bei jedem Fest. Ne? Ja. Aber man sollte halt auch mal ein bisschen Fett vielleicht reinmachen. Also. Und deswegen. Können wir das fest. Jetzt noch von außen ein bisschen reinpressen? Nein, das machst du, wenn du das auseinandergenommen hast, ordnungsgemäß. Mhm. Ordnungsgemäß. Das macht schon Spaß auch. Ja, das macht auch Spaß, aber das macht, ich muss das langsam mal für mich machen und nicht immer für die anderen. Ja, toll, sagt derjenige, der dauernd mit irgendwelchen Rädern ankommt für irgendwen. Ja, ja, das lerne ich ja gerade dabei. Warte mal. Schrift lesen können. Ich hole mal mein Rad, was ich mir zusammenbauen wollte. Da habe ich jetzt schon 3 Rahmensets und ein komplett. Und ich komme noch nicht dazu, dieses Jahr auch nicht. Die kleine Schraube ist ganz wichtig. Sonst sieht es hässlich aus. Ja. Hi. Hallo. Es ist nur Kunststoff, deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit auf und zu und auf und zu schrauben. Ja. Was soll ich dir sagen? Damit ist es nicht fertig. Viel Spaß. Aber bestimmt schon ein bisschen besser. Es ist ja nicht fertig. Der Fahrt blitzt nur zum Geburtstag und dann sage ich ihm wieder. Bis in 2 Jahren. Jetzt musst du noch mal 50 Euro mindestens hinlegen und brauchen neue Teile. Hä? Wer hält jetzt die Kamera? Hallo? Papa, wir wollen auf dem Hof. Auf dem Hof? Na, dann müsst ihr gehen. Hey, das ist Schuh, Papa. Du hast die Schuhe verkehrt rum an, Mädel. Ja. Wie immer, Entenfüße. Ja, aber da spielt ihr nicht. Das ist nicht für euch. Wir gucken nur durch die Gläser. Da wird nichts dran gemacht. Ja. Müssen wir. Ich muss ja noch ein bisschen bearbeiten. Mhm. Hier, ich hab was. Ja, hier wird aber nichts gemacht. Ja, und auf gar nichts hier rein. Yeah, das Haus sieht aus, ne? Papa, du hast gesagt sogar. Papa, können wir das rein? Nein, es ist nicht unseres. Jemand anderes gebaut. Das gehört auch nicht uns. Wir haben unser kleines Haus. Mit einem Bereich. Er hat auch einen Bereich. Papa. Na, wo ist denn der Vertrag? Stefan! Okay. Na schön, dann haben wir ja wieder ein Rad zurück. Mehr Druck.
under pressure. Hi. Hi. Moin. Ich bin der mit dem Fahrrad. Du bist der mit dem Fahrrad. Und ist das das Rad? Ja. Mega, ey. Was so geil, Leute. Ja, Mensch, zeig doch. Ja. So genial. So und brauchst genial. Du den Vertrag auch noch? Den habe ich jetzt nochmal ausgedruckt und nochmal ausgefüllt seitdem. Ja, okay, seit gestern nicht, schon, nicht ja? Zwingend, ja. Ja, der muss nicht heute noch raus, deswegen. Ah, wie geil. Wie war das? Erzähl. Was soll man da erzählen? Da kommt einer angeschoben, der hat das gestern wohl schon, muss das schon, oder irgendwann, heute Vormittag, heute Nacht irgendwann hier in den Fahrradständer gestellt und dann kam er jetzt an und wollte uns diese beiden Schmuckstückchen verkaufen. Beide? Ja, beide. Genau, und dann kommt er und will euch das verkaufen? Nee, du musst jetzt nochmal, stell mal deine Nummer ein, die du hattest. Genau, wollte das verkaufen und wir haben gesagt, nee, wir kaufen das nicht, ist doch Schrott, das ist Müll, können wir nicht mit anfangen. Wa? Ich meine, ich kenne den schon und ich weiß auch von der Polizei, dass er Räder klaut. Ja, und deswegen, und jetzt, nee, und jetzt den Hebel rum. Jetzt rum und dann kann er neu einstellen. Genau, jetzt, so. Und jetzt kannst du einstellen. Ja. Und dann hat er gesagt, und dann beim nächsten Mal, wenn er sie dann verkauft hat, dann denkt er an mich, oh ja, Mama. Ja. So, und jetzt die Codeform davon. Okay. Die Codeform. Warte, Jackie. Ich habe gesagt, was hast du noch? Erst kann man natürlich mit dem anderen, mit dem kaputten, weil das wollte eigentlich behalten, deins. Ja, das ist gut. Ja, und dann meinte er, ah, hier muss man nochmal überduschen, das muss aber auch nicht sein, dass ihr kauft jetzt und so. Ich sage, naja, nee. Und so. Wie ist er denn doch so los, die Trottel? Völlig durch. Absolut. Ja. Aber siehst du, wir haben ja einen kleinen YouTube-Kanal. Kannst du ja mal Werbung für unseren Laden machen? Die kannst du ja noch schneiden. Also wenn du nicht versprichst, nicht so schlimm. Fahrradsalon. Fahrradsalon, Bikepoint. Birknerstraße. Birknerstraße 22. Ja, nichts ist besser als das. Wir organisieren sogar. 1A. Die klaute Räder zurück. Kommen Sie rum. Kommen Sie rum, kommen Sie rein. Was hast du für einen Laden? Hutladen. Ja. Wienerstraße 60, Hüte. Auch geil. Chapeau. Klappt doch. Wir sind noch ein gutes Team. Fantastisch. Und ja, jetzt kriegt er ein Rad für fast umsonst. Ja, umsonst eigentlich. Hat er nicht gekostet. Ich krieg das für Blumen und Oliven. Das ist vielleicht. Ich nehme diesen Preis an. Das ist, ich bin nicht Marcel Reich am Team. Aufgeklärt. Ey, Mann, ey. Weil wie gesagt, die Räder, ich habe keine Chance, ich kann bei der Polizei durchballern. Die wird mir jeder mal, das kommt gleich in die Presse bei denen. Nee, das landet in der sozialen Fahrradwerkstatt. Ja, oder wird eben gleich gut geschrieben, zack, alles weg. Klasse. Sofort, hat der Kollege gemacht, der meint einwandfrei. Alles gut. Ich danke dir. Na, ich hoffe sehr, dass ihr da zufrieden seid, weil das finde ich jetzt echt schade, dass nein, so nein. Also weil das ist wirklich, und es ist ein guter Preis für einen Fahrradladen sowieso. Weil da kriegst du so eine Räder eigentlich nicht für die Summe. Klar, vom Privat vielleicht, ja, das mag alles sein, aber ja, natürlich bin ich auch mit Sicherheit ein bisschen teurer als irgendwo im Netz. Das sind immer so Dinge, die man als Fahrradhändler nicht hören kann. Ja. Weil ja. Ich werde mir auch demnächst ein großes Schild oben anmachen. Ja, es ist teurer als im Netz. Weil ja. Das wird immer so einem vorgehalten. Ne? Aber dafür bin ich dann auch im Zweifelsfall derjenige, der es aus dem Netz kauft. Erstmal hier ankommt und sieht erstmal dann, was alles zu machen ist. Ja. Und dann muss man es machen. Hier! Hast du das? Ja.
So, die drei Räder, wunderbar. Jetzt können wir erstmal so stehen lassen. Ja, dann kommst du morgen halt vorbei mal in dem Rasen, wenn der Kollege da ist. Hast du halt raus unten, ja? Ja. Nachher noch einen Film gucken. So einfach sieht das aus. Denn jetzt ist Feierabend und wir haben ja eine geile Sache heute erlebt. War das schön. Ja, wieder was. Perfekt, perfekt, perfekt. Die laufen. Also, wir sehen uns. Wo ist die Licht? Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, sagt Tommy.